Hallo, das ist wieder einmal Pokémon Omega Ruby und das hier ist eine Nuzlocke Challenge. Bäh. Ihr freut euch mit Sicherheit genauso sehr wie ich, einen Einblick in dieses neue Spiel zu erhaschen. Das noch so aussieht, als wäre es das alte, ist es aber natürlich nicht. Ich habe mir spontan überlegt, aus der ganzen Sache eine Nuzlocke Challenge zu machen. Und keine Angst, das war nämlich bevor ich mein erstes Pokémon hatte. Deswegen ist das nicht schlimm. Also hat keinen Unterschied für das Spielgeschehen gemacht. Wir haben gut losgelegt mit unserem Gig, aber trotzdem will ich nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn wir es dann verlieren, dann ist es vorbei. Also muss ich noch sagen, dass das Ganze eine Spaßaktion ist, weil ich ja hier eigentlich nur dieses tolle neue Spiel präsentieren möchte. Das Ganze ist übrigens eine Metapher. Falls ihr versteht, wovon ich rede. Das ist eine Metapher. Wer dahinter kommt, der bekommt irgendwas Tolles von mir. Der bekommt ein Spiel. Ich als Let's Player habe natürlich ganz viele Spiele, die ich gerne mit euch teile. Wer hinter diese Metapher kommt, der bekommt was, Freunde. Der bekommt was. Das ist übrigens schon Part 3. Mensch, geht das schnell. Ich werde ihn wohl nicht allzu lang halten, da ich noch Sachen zu tun habe. Aber, ihr seid natürlich was ganz Besonderes für mich, ihr meine Abonnenten und Menschen, die mich mögen und, okay, ich höre mal auf, sentimental zu werden. Wir gehen hier in diesen Wald. Ich habe gute Erinnerungen an diesen Wald, weil ich da halt damals Matrassler fing. Oh, nein, ich wollte noch gar nicht in den Kampf. Wieder Zickzacks, ja. Das könnte jetzt... Oh Gott, jetzt 6 Pokémon. Achso, ich habe vergessen, dass Leute mit 4 Pokémon am Anfang scheiß Pokémon haben. Ich hau alles kaputt. Ich hau das sehr kaputt. Das ist so gar nichts gemacht. So ein Trainer bringt halt echt nichts. Außer vielleicht, um schwächere Pokémon zu pushen. Ja, schade, das kann ich jetzt nicht mehr fangen. Okay, ich find's auch nicht so cool, Mate zu sein. Aber trotzdem. Hätte ein neuer... Mate, uns gut getan. Don't be a lemon. Be a rosebud. Oh, der wollte gar nicht. Da ist ein verstecktes Item. Der wird uns nicht zu weit treffen. Ha. Ein Trank gefunden. Was will die von uns? Ich bin ein Dieb. Glaube ich zumindest, dass das gesagt hat. Bin nicht ganz sicher, weil ich sehr schnell gelesen habe. Wieso bin ich gerannt? Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist mir so ein bisschen egal, ob ich die Challenge gewinne oder nicht. Aber es ist ja... Oh, ich hätte gar keinen Quick Attack machen müssen eben. Oh, Team Magma, oh. Das neue Team Magma, das ist Team Magma Omega. Ja, Team Omega Magma, das ist besser. Hallo, Sir. Ja, so erreicht man nämlich Level 15, Freunde. Und zwar jetzt schon. Das. In einer Nuzlocke Challenge, stell ich das mal vor. Wie krass das ist, ne? Ich weiß, ich bin auch ziemlich beeindruckt. Oh, wir sind nicht vergiftet worden. Damit hätte ich jetzt eigentlich so nicht gerechnet, weil das nicht wirklich aussah wie ein... wie ein... verstecktes Item, sondern vielmehr wie... ein leeres Stück Wald. Denn wir sahen ja eben auch schon... verstecktes Item. Und hoben dies auf. Ich wollte mir eigentlich immer mal so eine Liste machen. Mit Zerschneiderbäumen. Wisst ihr? So, ja. Trank mitnehmen wir. Frohen Gemüts ziehen wir jetzt natürlich weiter. Vielleicht ist da irgendwas über Bären. Ah, ne. Wir haben ein TM bekommen. Keine Ahnung, was es sein soll, aber egal. Wir nehmen natürlich alle Bären mit. Boah, das geht ja richtig zur Sache. Na gut, ist auch ein bisschen zu viel zu gucken gewesen.
Und wieder einmal ist dieses Pokémon, also das erste Pokémon der Route, dabei lass Lock spielen. Nicht, dass wir irgendwie gebrochen hätten. Ich hätte um ehrlich zu sein auch keine Lust, Schwabini oder so ins Team zu nehmen. Super Trank, wow. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich noch Displays machen kann. Also ich meine, ich mache das ja gerne, aber ich würde es gerne regelmäßiger machen. Und auf einmal kommen so... Ups, das ist irgendwas gekauft, glaube ich. Jetzt auf einmal kommen so viele neue Lebensbereiche dazu. Hört sich jetzt nämlich komisch an. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Auf einmal habe ich mein Abitur fast geschafft. Ja, solltest du. Und da kommt noch was dazu und lernt man da jemanden kennen. Ist halt alles nicht mehr so leicht. Dafür, dass ich nicht mehr weiß, ob es hier irgendwer gerne guckt. Ne? Naja, vor allem das hier. Ja, es ist immerhin noch eine Nuzlocke-Challenge. Das ist ja nicht ganz so interessant. Was ist das? Ja, dir kommt weg. Ich hasse so Moves. Boah. Das habe ich echt nicht kommen sehen, Freunde. Da spule ich mal nicht vor. Reptane. Wir haben jetzt ein Omega Reptane. Oh. Das ist ganz cool. Okay. Vielleicht unnötig, aber egal. Tja, da kommen wir jetzt natürlich nicht hin. Ich hoffe. Oh. Hier wird aber auf jeden Fall noch mehr kämpfen wollen. Mindestens die alte Frau. Die sieht schon so bedrohlich aus. Eine Beere bekommt. Ja, gleich. Hoffentlich geht er mit der Angel, dann kann ich nämlich. Ah, nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte mir Pokémon angeln, aber... das zählt natürlich nicht. Also das zählt natürlich schon, meine ich. Das wäre nämlich gegen die Regeln. Und da ich nicht gegen die Regeln spiele. Okay. Pellas hier haben wir natürlich dabei. Wir sind auf dem besten Wege, Pokémon-Meister zu werden hier, ne? Ich finde das ziemlich toll. Ich auch. Ich bin gerade überhaupt nicht in der Laune, jetzt alles abzutasten und zu gucken, ob es da irgendwelche Items gibt, die uns eh nichts bringen. Letztendlich. Ja. So viele Pokémon werden wir eh nicht fangen. Tränke sind immer wichtiger. Oh. Super Tränke sind eigentlich viel wichtiger. Ich bedachte dies diesmal nicht. Geheilte Pokémon im Pokécenter sind mir wie gesagt meistens näher und gewinnerischer. Oh, jetzt haben wir jetzt einen Schneider bekommen. So durch Zufall irgendwie. Da gehen wir doch direkt mal raus. Das sind Bären. Ja komm, scheiße. So ganz so. Ich wollte doch gerade machen. Ich hab jetzt schon zwei Stellen für den Schneider. Als ob ich jetzt nicht hier. Boah. Die gute alte Zeit, in der man das noch. So. Gut. Das ist schon. Okay, doch nicht die gute alte Zeit. Ich war froh darüber. Also, wie ihr wisst, liebe ich zu scherzen. Ich geh auf keinen Fall in die Schule. Komm, den Orden, den können wir noch machen. Aber dann muss ich aber auch mal los, ne? Und mache ich dann irgendwann anders wieder mit einem neuen Teil von Pokémon Omega Ruby in der Nuzlocke zu beehren. Mal gucken.
gucken, wie es so ankommt. Vielleicht war das auch der letzte Teil. Wenn ihr es alle disliked. Aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Was natürlich. Wenn nicht, dann bin ich natürlich sehr bereit, es weiterzumachen. Weil das ja eine Menge Spaß macht. Ja, Problem ist überstanden. Ich hatte zwar ganz kurz Angst, aber das war kein Thema. Blablabla, jetzt haben wir unseren ersten Orden, ja. Jetzt können wir nämlich Pokémon bis Level 30 oder so kontrollieren. Ja, eigentlich sollte ich jetzt, glaube ich, hinterhergehen, um aufzuklären, was da gerade geschehen ist. Aber ich würde viel lieber das Item von da unten holen. Aber das war wieder ähnlich dran denken nächstes Mal. Toll. Ich habe diese X-Items noch nie eingesetzt, um echt zu sein. Also doch einmal, um zu testen. Nein, wir können immer noch kein Pokémon hier fangen. Nö. Ja, jetzt findest du das Baba-Pokémon. Nein. Schon. Ein Superball. Der wird uns bestimmt auch helfen. Man könnte die Nuzlocke-Regel so erweitern, dass du nur mit dem ersten Ball fangen darfst. Wenn das nicht klappt, dann weißt du das. Das fände ich recht witzig. Aber meistens würden die Leute dann wahrscheinlich verlieren. Oder es würde recht einseitig werden, wenn man nur mit dem Anfangs-Pokémon kämpfen würde. Das war immer. Ah, der Part wird ja schon ein bisschen lang. Ja. Ich würde sagen. Jetzt bin ich hier. Ich gehe noch schnell zurück in die Stadt, damit ihr nicht denkt, dass wir Teile überspringen würden. Ich will mich jetzt aber gar nicht heilen, weil das doof ist. Wir müssen jetzt gleich eh diesem Typen hinterher. Ich schätze, wir sehen uns bald wieder, wenn... Nein, nicht wenn das heißt, wenn man den bringen kann. Ich schätze, wir sehen uns bald wieder, wenn wir weiterspielen. Mit, Pokémon Omega Ruby. Und unserer ganz tollen Nuzlocke Challenge. Auf Wiedersehen.